filmt schon die Landschaft bzw. macht schöne Fotos. Heute ist nämlich unter anderem auch unser Jahrestag und wir fahren, wie ich eben schon gesagt habe, von Stirling nach Glasgow. Da bleibt der Gönig, sondern wir fahren von Glasgow nach Port William. Das ist relativ klein, nicht sonderlich spektakulär. Das heißt, wenn ihr davon noch nicht gehört habt, dann seid ihr nicht ungebildet oder so, weil es ist wirklich ein ziemlich kleiner Ort weiter oben im Norden Schottlands. In den Highlands eben. Und wie wir euch ja auch gesagt haben, haben wir halt eben vor, mit dem Steam Train zu fahren. Wir hoffen, fingers crossed, dass es alles noch funktioniert. Dodo hat im Vornherein ein Bed and Breakfast gebucht, da fühlt mich gerade. Ja, da werden wir heute hinfahren. Wir werden heute unseren Jahrestag ganz entspannt zu zweit in den Highlands verbringen. Das haben wir auch so geplant. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben jetzt erstmal so eine 4-Stunden Zugfahrt vor uns. Wir fahren ungefähr 40 Minuten mit dem Zug nach Glasgow. Und dann fahren wir noch irgendwie 3,5 Stunden von Glasgow nach Port William. Okay, ich will jetzt auch nicht länger labern. Ich wollte euch einfach nochmal ein bisschen updaten. Wir haben ja in der letzten Zeit nicht mehr ganz so viel in den Vlogs geredet, weil alles so ein bisschen all over the place war. Deswegen Entschuldigung dafür. Wir hoffen, euch interessiert es immer noch sehr. Wir haben immer noch sehr viel vor. Und uns freut es auch sehr, dass ihr es genießt, diese Reise mit uns zu erleben. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir updaten euch später. Und Dodo macht immer noch ein paar Bilder, aber schaut euch mal da die Landschaft an. Super schön. Das Tolle ist halt auch, dass so früh morgens halt kaum Leute im Zug sind, ne? Dodo, magst du auch noch was sagen? Train-Trip möchte ich sagen. Train-Trip! Aber du siehst auch noch ganz müde aus. Bin ich aber gar nicht. Nee? Nee. Deine Augen sehen aber ein bisschen müde aus. Nee, kann ich mir nichts sagen. Auch gar nicht schlimm. Was machst du denn? Das sieht ganz cool aus hier. Ja, sieht bei dir auch cool aus. Hallo. Super schön. Aber noch nicht da. Nein. This is upper time drop. This train is for Mallorca. Immer mein Reisediary. Das habe ich bei jeder interessanten Reise schreibe ich Reisediary. Und das machst du gerade? Genau. Damit ich mich an alles ganz gut erinnern kann. Supi. Und was ist heute eigentlich für ein Tag? Das ist unser Jahrestag. Ja. Und wie lange sind wir heute schon zusammen? Ganz schön lang. Ja, fühlt sich gar nicht so an. Und irgendwie noch viel länger. Ganz komisch. Finde ich auch.
Das ist einfach ein Berg. Und hier drüben ist eine Haltestelle. Okay, das war ein Haus. Ein. We made it! Wo sind wir? Update-Time! Dodo, Update-Time! Wir sind in Fort William, das Wetter ist schön. Ja. Und jetzt was essen gehen schnell. Genau. Irgendwo, ich hab keine Ahnung. Danke, dass du meinen Körper nimmst, übrigens. Dann werden wir schauen, was wir heute noch machen. Also, allein die Zufahrt. Ihr habt sie gesehen, das war schon mal mega geil. Ich muss sagen, das ist der einzige Nachteil beim Reisen mit dem Koffer. Dodo hat ja den Rucksack, den muss er ja aber die ganze Zeit schleppen. Ich habe ja den Koffer. Und ich habe mir auch gedacht, ich nehme mal den Koffer einfach, um zu sehen, was wirklich besser ist. Wisst ihr, wir testen für euch, Koffer oder Rucksack, was ist besser? Und ich muss sagen, ich bin schon happy, dass ich den Koffer habe, aber ich muss den halt echt oft, wenn jetzt mega lange Treppen sind, einfach schleppen, was ja klar ist. Und manchmal komme ich bei gewissen Sachen nicht durch. Aber Dodo hat halt den Nachteil, er muss das Ding halt immer schleppen. Darauf hätte ich halt auch keinen Bock. Also ich bin noch nicht ganz... Ich weiß noch nicht ganz genau, was besser ist. Was sagst du so, Dodo? Wenn man vor allem lange stehen muss, ist es mit dem Rucksack eine Qual. Also, wie man geht, geht's raus. Ja. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe echt super doll Hunger. Wir haben nämlich heute Morgen nichts gefrühstückt. Ein paar Kekse. Hallo. Hallo. Für both of us. Ich hab gesagt Lock, oder? Voll. Nee, ich hab gesagt Lock. Sorry. Ja, ganz komisch hier. Das sind so viele Menschen. Das ist ein Stiefel. Magst du gucken? Das sind Minion-Stiefel, aber die kann ich mir nicht kaufen. Und Disney! Warte. Jetzt muss ich gucken. Ich würde sagen, das ist ein bisschen schräg. Das ist gar nicht mal so gut. Oh, die hohen Stimmen nicht mehr. Wow, schaut mal Leute. Das ist einfach unser Hotel für heute Nacht. Dodo, ich würde mal sagen, das hast du supermäßig ausgesucht. Vielen Dank. Ich mich lumpen lassen. Vielen Dank dafür. Oh mein Gott. Wie toll das aussieht. So schön! Und so heißt es. Krutchen? Krutchen? I don't know. Oh mein Gott. Ich bin so gespannt. Und es ist so schön. Wir gehen jetzt was essen, ne Dodo? Ja, wir haben nochmal ein Mittagsschläfchen gemacht. Oh, ich habe euch gar nicht das Hotelzimmer gezeigt, wobei das Hotel sieht von außen echt schöner aus, als es von innen aussieht. Aber das kann ich euch später auch nochmal kurz zeigen. Und wir gehen jetzt was Schönes essen, weil da war so ein richtig schönes, süßes Restaurant. Direkt am Wasser, da vorne, vielleicht seht ihr dieses kleine Pünktchen dort. Wenn das Auto mal vorbei ist, da. Ich zeig's euch gleich nochmal von nahen, aber das war so schön da, dass wir gesehen haben.
gesagt haben, dass wir da auf jeden Fall essen gehen. Ich kann gerade nicht so richtig in die Kamera gucken, weil mir die Sonne blendet. So. Und es ist einfach echt schön, einfach auch mal ein bisschen im Wasser zu sein. Weil, wie wir euch ja schon im Zug gesagt haben, ist heute unser Anniversary, also unser Jahrestag. Ganze 3 Jahre sind wir jetzt schon zusammen. Yeah! Beantwortet, glaube ich, auch eine der vielen Fragen von euch. Ne, Dodo? Meinst du, ob wir zusammen sind? Ja, und wie lang schon und so. Ja, was sind wir wohl? Was machst du jetzt im Setup, damit wir ein Foto machen? Oh, schön. Ich habe nicht viel Zeit dafür, weil es schon mal die Sonne geht. Oh ja. Weil wir uns so viel Zeit gelassen haben. Ja, I'm sorry. Ich brauchte ein bisschen Zeit, um mich heute wenigstens mal ein bisschen zu schminken, weil ich wollte wenigstens heute mal ein bisschen schick sein. Aber das verstehst du doch, oder? Sehr gut. Sieht super süß aus. Ich bin sehr gespannt, was die da so haben. Let's go inside. So, wir müssen jetzt leider anders hingehen, weil die Leute komplett voll waren. Also ich finde das gar nicht so cool. Oder du bist jetzt ganz traurig. Ich auch. Aber es ist okay. It's okay. Cooles und haben trotzdem einen schönen Jahr. Du bist nicht so gut drauf. Du brauchst ein Bier. Genau, ein Update. Wir haben was gefunden. Ist das sehr ursprünglich? Ja, ich finde mal gut Glenn so. Nee, Glenn Nevis heißt das hier, glaube ich. Wie heißt das denn? Ben Nevis. Ben Nevis. Und Ben Nevis, müsst ihr wissen, jetzt kommt hier Fact. Der ist nämlich gleich hier bei Fort William. Also hier in Fort William ist eigentlich nicht viel. Nee, ist eigentlich was wir festgestellt haben. Also kommt wirklich nur her, wenn ihr irgendwie hardcore Harry Potter-Fans seid. Oder so wie Bugger Freaks. Ja. Zum Thema Harry Potter müsst ihr unbedingt den Zug schon im Voraus buchen. Ja. Wir hoffen, dass wir, wie gesagt, morgen noch Tickets bekommen. Mein Problem war, die Website ist sehr unübersichtlich. Der Jacobite Steam Train heißt der. Und ich habe nicht gesehen, dass da Book Now oder Availability dasteht. Ja. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ich ärgere mich. Morgen, wenn es nicht klappt. Aber sonst ist alles zu gut. Wir schauen jetzt erstmal. Ja, es passiert immer alles so. Das haben wir gerade schon gesagt, auch eben wegen dem Restaurant. Es kommt immer alles so, wie es kommt. Genau. Und jetzt warten wir erstmal. Essen. Wir haben nämlich schon bestellt. Ja, übrigens, der Ben Nevis jetzt hier war. Sorry. Das ist der höchste Berg Großbritanniens. Ja. Bei 1300 Meter wirkt es eigentlich nicht so hoch, aber der geht von Null an. Das heißt, du steigst wirklich 1300 Meter auf und das ist anstrengend. Oh ja, das möchte ich nicht machen. Um ehrlich zu sein. Keine Sorge. Okay, wir warten jetzt erstmal auf unser Essen. Ich hab Durst. Echt Durst. Und dann trinken wir was und wir updaten euch nochmal, falls ich nicht wieder vergesse, den Vlog zu beenden. Wie letztes Mal.